Hallo meine Lieben, wir sind jetzt hier in der Basis und ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Gedanken. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen uns wieder aufwerten. Ich habe hier gerade gesehen, viel Stoff haben wir ja und wir können uns mal einen Blaupause-Rucksack machen. Das ist ja sozusagen gratis. Da haben wir einen 28er abgestaubt, bis 47 hätte sein können. Das ist also sehr gering, aber wiederum Kapazität 13. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich den anlegen soll. Leg dir mal an, wir machen uns trotzdem gleich mal einen neuen. Wir schauen erstmal durch, was wir noch so haben. Blaupause. Handschuhe. Hier vorne. Oh, der sieht gut aus. Den bauen wir auch gleich mal. 104er. Oh, der ist gut. Anlegen. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Halfter. Oh, Level 23. Den können wir noch gar nicht benutzen. Knieschoner. Jo, auf jeden Fall. Der tut uns ja richtig gut. Den legen wir auch mal an. Was haben wir noch? Blaue Weste kann ich nicht tragen. Die können wir nicht tragen. Doch könnten wir. Wir haben nicht mehr genügend Stoffe, sehe ich gerade. Ich denke, wir werden auch gleich ein bisschen missionsmäßig weitergucken müssen. Wir werden bestimmt einige Leute haben, die hier jetzt in der Basis mit uns reden möchten. Da werden wir uns bestimmt gleich ein paar Videos reinziehen, was das angeht. 15.000, 17.000. Da bin ich noch nicht mehr zufrieden. Wir müssen gleich mal ein bisschen rumdoktern. So, wer möchte jetzt alles mit uns reden? Apotheke. Erstmal holen wir uns hier den Stoff raus. In der Basis. Roy möchte mit uns reden. Wo sitzt denn der liebe Roy? Hier vorne. Wen haben wir denn da? Hey, hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Staat, hm? Man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich habe zu tun. Das gilt auch für Sie. Also los. Hey. Sie sind richtig gut, Mann. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team bei. Ja, also ich muss doch sagen, das Lob zieht man sich wirklich gerne mal rein. Er denkt auch sehr optimistisch, was das angeht. Ich meine, wie New York kann ich mir das noch nicht ganz vorstellen. Aber schlecht ist es nicht. Insane, mal ganz nebenbei, kannst du mal den anderen Teammuckel da raushauen? Ja, das krieg ich bestimmt hin. Bevor er da gleich anfängt zu quatschen. So, wir haben hier, denke ich mal, noch einige Einsatzberichte, die wir uns auch momentan reinziehen können. Und die Videos, die werden wir uns jetzt natürlich nochmal kurz am Stück geben. Inventar gehen wir danach später durch. Ich glaube, wir dürften noch eine neue Fähigkeit und so weiter haben. Wir schauen uns erstmal weiter Videos an. So, let's go. Motherfucker! Ich schneide dir deine verdammte... Sir, bitte nicht schießen! Ich möchte mich euch anschließen, ehrlich. Ich habe Infos. Bring ihn zum Captain. Wir werden sehen. Alles klar. Los, aufstehen! Ihr bereut es nicht, ich schwöre. Hey, du da! Los, gib das her! Oh Gott, der hat eigentlich auch wieder nichts Gutes. Den werden sie auch bestimmt gleich abgeknallt haben, wie ich sie kenne. Diese ganzen Gruppierungen, das ist mir einfach unfassbar, wie viele Leute tatsächlich eher dafür sind, die Welt sozusagen zu zerstören, ihr Eigentum daraus zu machen, Leute einzunehmen und der Big Boss zu sein, statt dass man tatsächlich einfach mal zusammen irgendwie agiert, um wieder aufzubauen oder so. Aber das kommt denen irgendwie tatsächlich allen nicht so in den Kopf. Verstehe ich nicht. So, andere Beweise und Videos haben wir, glaube ich, auch gar nicht.
gucken mal kurz das hier rein. Einschnitt! Einschnitt lässt euch bluten. Aber Einschnitt tötet nicht. Er hinterlässt nur eine Narbe. Ein tiefer Schnitt. Lässt euch schreien. Aber ihr könnt aus dem Schrei Stärke gewinnen. Oder ihr seid schwach und winselt. Das ist eure Wahl. Ihr könnt wählen, ein Opfer zu sein. Egal, wo ihr seid. In einem Penthouse. Oder in einer Zelle. Oder draußen. Wenn ihr wieder durch eure Straßen zieht. Über die Kälte jammert. Die Ratten. Oder darüber, wer das Sagen hat. Einige wollen Opfer bleiben. Ja, sie wollen winseln. Ich geb euch, was ihr wollt. Wollt ihr ein Opfer sein? Nun, das könnt ihr haben. Das könnt ihr haben. Ich nehme mir, was ich will. Die nennen die Krankheit eine Tragödie? Die reden vom Weltuntergang? Diese Krankheit ist unser Lehrer. Sie sagt den Bullen, ihr habt ausgedient. Sie sagt uns, erhebt euch. Ihr habt uns lang genug ausgenutzt. Jetzt holen wir es uns zurück. Ihre Häuser, ihre Autos, ihre Familien, ihr Leben. Das ist unsere Stadt. Jetzt ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Okay, das ist meine Anführerin mit ihrem seltsamen... Sie hat eine Polizeijacke. Ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Polizistin ist, aber schon crazy, wie ihn zweimal da in den Hals sticht und... Oh Mann. Also diese Videos sind doch immer schon wieder... Ja, sie sind einfach schockierend. Ich weiß gar nicht, was ich dazu anderes sagen soll. Virusberichte haben wir leider keine neuen, die fand ich mega interessant. Verstehe ich nicht. Man sollte doch mal... Daten, die hatten wir schon mal angehört. Ja, so viel Neues gibt's dann also videomaterialmäßig leider nicht. Schade. Guck nochmal unsere Einsatzdaten, Überlebensratgeber, Einsatzberichte, abgestürzte Drohnen, Daten wir. Ah, nur so ein Bild. Das sind ja nur die Bilder, die waren relativ langweilig. Echos, wir schauen da mal rein. Ach, das sind auch Bilder. Nee, schade. Hätte ich jetzt gehofft. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir müssen jetzt natürlich upgraden. Wie ihr vorne schon auf dieser Tafel seht, haben wir mittlerweile wirklich gute Punkte zusammengekriegt. Wir haben hier ganze 420 Vorratspunkte für den medizinischen Flügel, das ist relativ wenig. Aber wir haben 1740 für den Tech-Flügel und 1260 für den Sicherheitsflügel. Und die gilt es natürlich zu verteilen und das auch wieder sinngemäß. Und da schauen wir mal, was wir uns aussuchen können, was Sinn macht. Aktuell ist es so, dass wir unter Fähigkeiten, wir gucken mal, worauf wir Bock hätten. Der Geschützturm ist tatsächlich im vollen Aufbau auch nicht so gut. Haftgranate könnte man natürlich, diese Extreme, ausbauen. Ich frage mich, was der Überlebenslink ist. Der scheint ganz gut zu sein. Schnelligkeit, Anwender. Da müssen wir, glaube ich, alles für freigeschaltet haben, um das zu kriegen. Katastrophenhilfe, Division Tech und Kaserne. Was mich interessieren würde, wäre tatsächlich in die Richtung modifizierte Suchermine zu gehen. Und dafür brauchen wir hier die Feldtechnik-Ausrüstung. Die werden wir also freischalten. Und hier brauchen wir für einen besseren Heal Gefahrengutlager. Ja, dann werden wir uns auch darum kümmern. Gehen wir mal ran hier an die Station. Hier hätten wir Division Tech. Die Feldtechnik. So, die werden wir uns mal kurz... Nicht schlecht. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Da bin ich gespannt. Die Mine gefällt mir sehr. Und dann schauen wir mal... Wasser steigt den Wirkungsgrad von Wasser. Wir gucken mal, was die Perks hier sind. Das ist nämlich, finde ich, immer ein bisschen das Wichtigste, weil das einfach passiv mitläuft. Tech-Material wandelt Division Tech-Anfertigungsmaterial in das Anfertigungsstation und andere Materialien. Oh, ist cool. Sammelt stündlich Elektronik, nicht ganz so wichtig. Mineralwasser, auch wieder Wasser. Müsli-Riegel steigern die Wirkungsdauer, auch nicht so wichtig. Wertetausch, das finde ich auch ganz schön geil. Wir gehen mal auf Verbesserungen. Dann können wir nämlich auch ein bisschen craften, was uns ein bisschen hochbringt von den Stats. Das ist, glaube ich, momentan so ein bisschen das A und O.
Dark Zone-Währung steuert alle geplünderten Währungsverdienste in der Dark Zone um 10%. Da sind wir momentan noch nicht unterwegs. Das heißt, hier würde ich vorschlagen, dass wir Division Tech noch freischalten. Okay, damit kann ich arbeiten. Sie sind ziemlich geschickt, wissen Sie das? So, perfekt. Gucken wir uns mal an, was wir freigeschaltet haben. Verbesserung. Die Verbesserungsstation ermöglicht es Ihnen, die Boni und Attribute Ihrer Ausstattung zu modifizieren. Da hatten wir uns sowieso schon gefragt, was ist das, was können wir da machen? Bin ich gespannt. Gegen einen bestimmten Währungsbeitrag können Sie eine Eigenschaft eines Ihrer Ausstattungsteile durch eine andere zufällige Eigenschaft ersetzen. Gott, langsam werde ich müde, es wird spät. Ganzen Tag gezockt. Aber das hört sich stark wieder nach WoW an. Kennt man ja durchaus. Oh, jedes Mal zu einem höheren Preis. Das heißt, wir können es einmal würfeln. Wenn wir Pech haben, können wir es nochmal würfeln, aber es kostet mehr. So, wir reden mal ganz kurz mit Paul. Ich bastel das wieder. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Lässt einen Typen wie mich fast wieder hoffen. Das wäre ein gottverdammtes Wunder. Ich sagte fast, Agent Law. Aber was Sie da draußen gefunden haben, raubt mir den Schlaf. Vielleicht war ich am Ende doch nicht paranoid, ich hatte nur recht. Ich meine, Sie haben die klügsten, die mächtigsten, am besten bewaffneten Agenten der Welt und doch schießt irgendjemand quer. Ja, aber die werden nicht gewinnen. Egal, was Sie vielleicht glauben. Glauben Sie, ich bin nicht auf Ihrer Seite? Agent? Halten Sie mich für einen Zyniker, dem alles egal ist? Ich bin ein Patriot und deshalb regt mich der Scheiß so auf. Wissen Sie, warum Demokratie klappt? Es ist das Gleichgewicht. Es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Die Leute sind sich nicht bewusst, wie verdammt wertvoll dieser Scheiß ist. Geschworenendienst, wählen. Und wie schnell man das alles verlieren kann, wenn man seinen Teil nicht erfüllt. Niemand kriegt was umsonst. Gott, das Land ist so organisiert, dass keiner irgendwas allein regeln kann. Ein Machtgleichgewicht. Und dann kommt irgendein Arsch und gründet die Division. Macht alles kaputt. Die komplette Macht, aber keine Verantwortung. Das ist das Gegenteil von allem, wofür dieses Land steht. Natürlich ging's schief. Und was ist davon übrig? Gute Absichten. Hey, und wir. Wir alle. Und ich habe verdammt nochmal mehr als nur gute Absichten. Wir kriegen das hin. Und zwar auf die richtige Weise. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Wirklich. Aber ich sehe nicht, wo Sie anders sind als der Rest. Ich hoffe nur für uns alle hier, dass Sie es sind. Er mag vielleicht recht haben, aber ich muss sagen, Paul ist einfach ein Arschloch. Oh ja, eine Analyse-Spezialeinheit, die sich um die verschwundene erste Welle kümmert und den coolen Technikkram repariert. Ich kann's kaum erwarten, das Zeug in die Finger zu kriegen. Mann, das ist großartig. Ein Einsatzteam für Notfallreparaturen der Infrastruktur. Das haben wir gebraucht, wirklich. Bis später. Alles immer schlecht zu reden. Ich weiß nicht. Wird nicht unbedingt besser dadurch. Was haben wir noch? Kommunikation, das kann man schon. Sie machen meinem Bastlerherzen echte Freude. Ein Bereich, der nur für die Reparatur, Aufbereitung und Verbesserung von Waffen und Geräten reserviert ist. Hier kann ich mich voll austoben, Agent. Ah, hier können wir einzelne Werte rumschrauben. Das werden wir aber erstmal mit engen Probeteilen machen. Da habe ich jetzt echt ein bisschen Angst, mir da was zu versauen. Jurisberichte. Ach, die kennen wir leider schon. Aber auch keine neuen. Sind auch ein bisschen wenig mit 4 oder 5. Ich mag die Videos. Schade, dass sie relativ wenig dort reingepackt haben. Medizinischer Flügel. Wir haben heute echt ein paar Punkte zu verteilen. Gefahrengutlager. Ja, hiermit würden wir tatsächlich den Hilfsposten-Mod ein bisschen aufpeppen. Das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Deswegen werden wir den auch gleich freischalten. Perfekt, wollen wir mal reinschauen. Exzellent. Auf Dekontaminationsanlagen haben wir lange gewartet. Jetzt können wir die Schutzausrüstung angemessen warten und aufbewahren. Das ist schon mal gut. Wir bauen uns immer weiter aus. Wir gucken gleich mal hier Belohnungshändler, ob wir was kriegen. Oh, tatsächlich. Kleiner Rucksack ist jetzt nicht unbedingt gut, aber die Division-Kultjacke. Cool. Die schauen wir uns dann nachher gleich mal an. Vorne Spezialmunition können wir auch abholen. Hat sich schon zum Teil gelohnt, manche Sachen hier auszurüsten.
Und hier vorne verkaufsfortgeschrittener Waffen. Ich glaube, er hat einige. Oh. 16.000, aber die hat natürlich überlegen. Jede Eliminierung, die er mit einem aktiven individuellen Fähigkeit erzielt wird, verlängert die Dauer um 11%. Von was? Die Fähigkeit wird um 11% verlängert, aber... Ich meine, gut, das mit dem Leben macht Sinn, aber damit würden wir keinen töten. Und die Bombe, die wir haben, die ist in die Luft gegangen. Da bringen uns diese 11% eigentlich relativ gar nichts. Was natürlich geil ist, ist der Handstaub. Optimale Reichweite und Kopfschussschaden. Da können wir auch später nochmal vorbeischauen. Wir müssen oben den Technikflügel noch freischalten. Wissen Sie, warum Kendall wegen des russischen Konsulats so aufgeregt ist? Da haben wir nämlich auch noch... Ah ne, 140 Vorräte nur noch. Hier waren wir schon. Der Sicherheitsflügel war das. Was brauchen wir eigentlich, um hier vorne den Büchsenmacher freizuschalten? Wir schauen mal kurz in den Fähigkeiten nach, ob es da was gibt. Neue Talente, da können wir uns langsam endlich entscheiden. Wir haben bald alles freigeschaltet. Das ist eine Wiederbelebung, die habe ich jetzt auch endlich freigeschaltet. Wir können also über das gesamte Feld wohl wiederbeleben. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Das wird natürlich dann schon ein ganz anderer Kampf. Steigert den Erfahrungsgewinn durch Auszeichnung um 25%. Auszeichnung. Wie oft bekommt man Auszeichnung, sag mal? Keine Ahnung. Was ist damit gemeint? Ich meine, die meisten Auszeichnungen haben wir doch schon dadurch, dass wir sowieso... Vielleicht meinen Sie den Missionsabschluss? Ja, aber wir haben ja die meisten Missionen schon abgeschlossen. Dann, Oder? Deswegen... Oder die einzelnen Missionsziele? Also es gibt ja noch, es gibt ja nur diese dicken Dungeon-Dinger und es gibt ja auch noch normale Ziele, weißt du? Ja. Und vielleicht meinen sie die Dinger? Ich weiß es nicht. Das sind so die Sachen, die ich mir vorstellen könnte, ne? Es könnte sein. Hast du den Büchsenmacher schon freigeschaltet? Ich glaube... Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das müsste so ein, wenn du in den Sicherheitsflügel kommst, direkt irgendwie so ein Tisch sein, wo du dran arbeiten kannst. Direkt, wenn man reinkommt? Ja, direkt links dann. Ja, den hab ich freigeschaltet. Was kann man da machen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war noch nie wirklich dran. Also es gibt viele Sachen im Sicherheitsflügel, sind einfach nur Ressourcengewinnung. Und halt so ein bisschen Dark Zone, ne? Dass du mehr in der Dark Zone tragen kannst. Die Upgrades funktionieren gut, danke für Ihre Hilfe. Ich habe die Kaserne freigeschaltet. Die für 1000 im Sicherheitsflügel sollte ja gut sein, habe ich mal gehört. Ja, das ist ganz geil, weil jetzt, wenn du die für 1000 freigeschaltet hast, hast du ja den extra Link, ne? Die extra Fähigkeit eigentlich dafür. Jetzt hast du nämlich 3 Fähigkeiten anstatt 2. Hatte ich eben schon. Echt? Ja. Dann hast du aber irgendeinen anderen Flügel schon auf 100%, oder? Lass mich mal schauen. Ich habe gar keinen Flügel auf 100%. 80, 60, 60. Aber du hast 60. Die Tausender freigeschaltet. Das kann sein. Ja, den 1000 hatte ich freigeschaltet. Warte mal. Unter Technologie. Ja, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich habe mir die immer offen gelassen. Weil mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass wenn ich mir die freischalte, ich quasi eine dritte Fähigkeit bekomme, die meistens sogar noch ziemlich stark ist. Wir schauen uns mal die dritte Fähigkeiten an, meine Lieben. Ich habe hier einmal vom Technologieflügel Taktik Link Cooldown. Man sollte sie mit Verlauf, ja, im Kampf halt, im Kampfverlauf einsetzen, aber mit Bedacht steht hier, steigert den von Anwendern und allen Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden und die Chance auf kritische Treffer. Das ist natürlich schon 50% Schadensstärkung, 20% mehr Crit, das 12 Sekunden, das ist schon krass. Was haben wir denn hier noch? Überlebenslink steigert den Schadenswiderstand und die Schnelligkeit für den Anwender und die Verbündeten in der Nähe. Nee, das finde ich nicht so cool. Ich glaube, wir lassen T mal drin. Ne? T ist aber auch so ein Buchstabe für sich, der schon wieder so absoluter Hammer ist. Ne? Wie kommt ein Mensch darauf, T zu drücken? Naja, gut.
Jetzt können wir das hier erweitern. Bei Erreichen des Ziels wird die Mine hochgeschleudert und setzt eine Vielzahl kleiner Brandbomben frei. Das zieht natürlich schon mal eine Menge Schaden. Wir vergleichen das mal. 1, 5, 5. 5, 1. Das ist Basis. Gesamtschaden ist hier sehr gering. Finde ich gar nicht so gut. Wenn wir das mal so vergleichen. Der Radius wird auch noch kleiner. Lebensdauer bleibt gleich. Lebenspunkte auch. Nee, finde ich nicht so top. Dann haben wir hier noch die Gasladung. Die macht halt gar keinen Explosionsschaden. Auch allgemein keinen Schaden. Ich glaube, die scheint einfach nur zu lähmen. Absetzen, doppelt E drücken. Zielen, E, rechte Maustaste, abbrechen, werfen. Nach Anwendung deaktivieren. Das ist auch Müll. Nein, Multimine. Die Mine teilt sich in kleine Minen auf, die sich in mehrere Ziele zugleich sucht. Die sich dann mehrere Ziele zugleich sucht. Explosionsschaden 1,55 und 2500 gesamt. Währenddessen die erste halt 8400. Ah, das lohnt sich gar nicht. 3 Meter Explosionsradius. Bin mir echt unsicher, was man da nehmen soll. Bei den Bomben oder was? Ja, bei der kleinen Bombe. Also die ich habe, scheint wohl schon wirklich die beste zu sein. Also bei Brand ist halt immer das Ding, dass sie halt in der Zeit nichts machen können, ne? Wenn die brennen, dann brennen die. Ach, wir können ja mal ein bisschen rumspielen. Ich werde einfach vorübergehend erstmal die hier vorne nehmen. Ich glaube, ich werde die einfach mal ausprobieren. Wir nehmen die Multimine und gut. So, die zuweisen ist eh. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, setzt eine Wiederbelebungsposten ab, da ausgeschaltete Verbündete im betroffenen Bereich automatisch wiederbelebt. Okay, setzt eine Erholungsposten ab, der Statuseffekte entfernt und Verbündete im betroffenen Bereich immun macht. Verbündete in der Nähe des Gerätes werden beim Nachladen mit Munition versorgt und die Cooldown-Zeit für Fertigkeiten vermindert sich. Dort würde ich, glaube ich, tatsächlich den Lebensretter nehmen, aber wir gucken mal, wie viel der an Life, Lebensdauer, beide gleich, Lebenspunkte beide gleich, Heilungsrate auch beide gleich, der auch, also ist da eigentlich tatsächlich egal, was wir machen, die heilen wohl fast alle gleich, außer der letzte, der heilt tatsächlich ein bisschen weniger. Da würde ich den nehmen. Natürlich ein viel krasserer Heal, ne? Ich meine 3800. Und hier haben wir 2000. Aber das ist pro Sekunde. Bei 30 Sekunden kommen wir da auch wieder auf eine ordentliche Zeit. Ne, das lassen wir auf jeden Fall so. Das ist gut. Hier nehmen wir den mit dem Wiederbeleben. Das ist schlau. So, dann haben wir die Mine und wir haben Tee. Es sei denn, wir wollen noch irgendwas haben. Wollen wir noch irgendwas haben? Ich glaube, aktuell lassen wir das so. Das sieht ganz gut aus. So, Talente müssen wir uns jetzt einmal durchschnuppern. Wohl oder übel. Erste-Hilfe-Sets benutzen wir nämlich eigentlich noch selten. Wenn wir wenig Leben haben, geht die Cooldown-Zeit 20% runter. Das ist natürlich gut. Also ist hier wirklich schwer zu sagen, was man denn nehmen soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du konntest dich da auch noch nicht so perfekt entscheiden, ne? Nee, ich bin da ziemlich unentschlossen. Ich probiere da auch die ganze Zeit rum. Das ist halt die Frage, wenn man viel auf den Sack kriegt, dann nehme ich ganz gern hier mit, wobei ich eigentlich keine Fähigkeitsstärke habe, dass ich das wirklich rentieren würde. Aber wie viel auf Rüstungsdurchdringung, falls da irgendwelche Sachen mit Rüstungsdurchdringung Talente, sind. Ne? Hm. Okay. Aber bei den normalen ausrüstbaren Sachen habe ich jetzt momentan die große Granate drin, also die AF-Granate. Mit ja. Die Monstergranate heißt der Perk, glaube ich. Und Der Heilposten mit Ammo halt immer noch. Weil das halt in vielen Kämpfen halt ganz geil ist, wenn du einfach ein komplettes, da ich ja auch mit der M60 mit einer Light Machine Gun spiele, ne? Ja. Das,
Das sind halt 136 Schuss, die du dann wahrscheinlich zweimal aufladen kannst, wenn du wirklich keinen Armor hast. Das ist ja, schon. Ja, das stimmt, das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Werden mehrere Gegner durch eine Explosion Schaden zugefügt, erhöht sich dieser Schaden. Also das muss ich auf jeden Fall nehmen, weil ich habe jetzt die Multiminen. Wäre dumm, wenn ich das nicht nehme. Ja, auf jeden Fall, das bleibt hier drin. Und das zweite ist dann tatsächlich eine Frage. Ich könnte hier das Töten eines Gegners bei beliebiger angelegter Fertigkeit verlängert die Dauer der Fertigkeit um 10%, dann wäre mein Heal länger. Das wäre vielleicht sogar fast besser als das erste Hilfeset. Wobei ich damit aus Versehen alle heile. Und das drücken wir ja doch regelmäßig, wenn wir Lowlife sind, schnell mal Medikit rein und alle haben 40% davon. Das ist eigentlich auch schon verdammt gut. Ja, ich denke, das sollten wir so lassen. Das ist tatsächlich mal eine Gammelfolge, meine Lieben. Das ist einfach eine Folge, wo wir wirklich mal so ein bisschen rumgucken müssen, was können wir wie was machen. So, hier mit 1700 Präzision ist halt viel niedriger nach Ladezeit. Aber ich glaube, wir nehmen die erstmal, um überhaupt zu wissen. Um überhaupt wieder vergleichen zu können, was der aktuelle Status ist. Und dann sollten wir uns auch bald mal wieder eine vernünftige Sniper zulegen. ...5% Kopfschussschaden. Mich so ein bisschen wundert, da das ja halt immer noch ein Ubisoft-Titel ist, dass ich wirklich, ich hatte jetzt insgesamt, ich glaube, ich zocke jetzt ungefähr anderthalb Tage, ne, an Spielzeit. Ja. Dass ich da insgesamt zwei Abstürze hatte. Das ist so wenig, im Gegensatz zu anderen Titeln, die die bisher rausgebracht haben. Das finde ich schon sehr gut. Da gebe ich dir recht. Ich habe jetzt drei erst erlebt, aber das ist auch, finde ich, völlig legitim. Also das ist noch in Ordnung. Das Spiel ist gerade erst raus, so dass es am Anfang immer so ein bisschen Probleme klar gibt. Gab's klar, gab es Day-One-Patch, ne? Es ist ja immer so, ich meine, die Beta ist meistens dann, wenn die ganzen Scheiben schon gepresst sind. Ne? Von daher, dass es ein Day-One-Patch gibt, ist ja auch immer noch ganz gut. Ja, muss ja. Aber trotzdem, seitdem kam, glaube ich, auch nur noch der andere Patch vorhin raus, dieser 600 MB Patch, das war alles bisher. Ja, stimmt. Ja, aber das muss halt auch mal, ne? Also, habe ich gar kein Problem mit. Auch mal, dass es läuft, meinst du? Nee, dass einfach mal, ja, dass allgemein mal gepatcht wird. Also, ich finde, das ist völlig legitim. Ich finde Patchen an sich nicht schlimm. Wenn muss wirklich sein. Werden, ist super. Hier brauchen wir tatsächlich nur eine anfängliche Präzision. Magazingröße, guck mal, da können wir das mittlerweile nehmen. Und das Optikvisier, da haben wir bis jetzt, glaube ich, noch kein besseres gefunden, oder? Das 15-mal mit 7% Kopfschuss-Tötungs-EP, 1,5%. Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Wir brauchen lieber 7% Kopfschuss-Schaden. Das würde die Waffe nämlich um einiges verbessern. Und das ist mir mittlerweile lieber. Das A und O ist der Schaden. Und da liegen wir jetzt bei 16.000. Da müssen wir unbedingt noch eine Schippe drauflegen. Ich komme irgendwie einfach nur mit der Fähigkeitsstärke noch nicht so in Einklang, also. Ja, ich finde halt, wie gesagt, ne, dass man die ein bisschen vernachlässigen kann jetzt momentan, weil man halt so wenig Fähigkeiten wirklich benutzt, ne. Man wirft mal eine Granate und sowas, aber das war's dann halt auch schon. Da verballert man lieber irgendwie 1400 Schuss oder so. Momentan ja, da gebe ich dir recht. Irgendwie ist das noch so.
Ja, aber man guckt ja allgemein, wie man momentan so ein bisschen steigen kann. Können wir schauen, ob wir hier irgendwo einen Modplatz momentan dran haben. Hier. Echt noch unentschlossen. So, wie viel, was brauchen wir denn für die Waffe, um es freizuschalten? Haben wir. Jede Tötung, die erfolgt, während die individuelle Fertigkeit aktiv ist, reduziert die Cooldown-Zeit ihrer anderen Fertigkeiten um 3%, ist schon mal gut. Da kann man schon mal nicht meckern. Und hier ist ausgewogen, die Waffe erzielt die maximale Präzision geschultert, schneller. Und das haben wir auch. So, können wir uns also auch nicht drüber beschweren. Die Pistole können wir tatsächlich mal hier haben. Eine abgesägte, doppelläufige Schrotflinte. Die könnten wir tatsächlich nehmen. Oder wir nehmen die M4. Die macht 9000 Schaden. Die macht 2000 Schaden. Aber die hat 7 Schuss. Die hat nur 2. Ich werde die wählen und die anderen Sachen zerstören. Beziehungsweise die eine Pistole kann man vorübergehend ja behalten. Hier können wir noch einen Mod reinhauen. Wir gucken mal was. Ach, nur ein Outfit-Mod. Hier könnten wir... Also viel mehr könnten wir das gar nicht erhöhen. Wir schauen mal. Wir haben hier den Griff. Hä? Ach, habe ich gar nichts für. Schon verbraucht. Ich weiß immer gar nicht, wie er das rechnet, ne? Ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen verbuggt, weil ab und an werden da Zahlen angezeigt, die gar nicht passen können. Dann wählst du irgendwie ein Halfter aus oder so und auf einmal zeigt dir der an, du machst 7000 Schaden mehr. Wo ich mir dann auch jedes Mal denke, was ist bei ihm nicht richtig? So, mittlerweile ist tatsächlich alles blau. Wir haben jetzt soweit alles gewählt. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier, die Büchsenmacher haben wir nicht freigeschaltet. Wir gucken aber mal, ob wir jetzt noch irgendwelche Rezepte wirklich zusammenkriegen. Das ist ja immer so unsere erste Anlaufstelle danach. Hier fehlen uns jetzt leider blaue Werkzeuge. Da können wir einmal hier unten gucken, ob wir blaues Werkzeugmaterial zusammenkriegen. Wir schauen mal kurz. Nicht genug Ressourcen. Gibt verschiedene Stoffe. Ja, die Waffen kriegen wir leider noch nicht freigeschaltet. Die Waffe ist tatsächlich nochmal stärker, ne? Die AK-Militär-Version, selbst im niedrigsten Zustand. Wir haben jetzt die G3 Sonderanfertigung, glaube ich, ne? Mit der Maximal. Ne, das ist. Moment mal. Das ist nämlich das Problem. Wir müssen nämlich die Waffe als Number One auswählen. Präzisionsgewehr, Sturmgewehr. Also die haben wir als Nummer 1. Tatsächlich. Die PG3. Okay, dann passt das. Mal kurz hier reinschauen. Waffe. PG3 M60 Militärversion. Die hast du, okay. Die AK. Wenn wir die mal miteinander vergleichen. Ich meine 600 Schuss, 33er Mag. Zufälliges Talent und 1000. Also da könnte man sich mal eins basteln. Hätten wir denn noch eine viel bessere Waffe? Das wäre die doppelläufige Schrotflinte. Das ist ein Präzisionsgewehr. Das ist das Maschinengewehr. Ja, eigentlich haben wir aktuell gar keine. Das ist Schrotflinte.
Das Jagdgewehr, ja gut, da könnten wir tatsächlich noch ein besseres gebrauchen. Aber da gucken wir gleich mal, das legen wir dann extra an. Wir nehmen mal die AK. Schauen wir, ob wir da noch was Besseres rauskriegen. Schon viel höher, die gucken wir uns mal an. So, 16.200. 16.200. Kannst du dir das mal merken? 16.280? Das kriege ich hin. Ich will die nämlich mal voll modeln. Was hatte ich gesagt? 16.280.16.478 hat sie jetzt. Das heißt, die sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir nehmen mal kurz den anderen Lauf. 16.246. 16.478. Das heißt, wenn wir noch ein vernünftiges Magazin dranhängen würden. Dann wäre die auf jeden Fall besser. Gut, kannst die Zahl vergessen. Dann haben wir tatsächlich eine bessere Waffe. Und wir gucken mal, ob wir Mod fertig machen können für Magazin. Erweitertes Magazin. Haben wir nicht genügend Wert zu... Oh, da fehlen einem mal Stoffe. Ich hasse es. So, dann wählen wir jetzt mal die Sniper aus. Die Sniper haben wir jetzt auf Platz 1, weil da brauchen wir dringend eine neue, die macht keinen Schaden mehr. Das haben wir in den letzten Folgen gesehen, das ist wirklich scheiße. Da muss irgendwas passieren. Das ist ein 18er. Doppelläufiges Schrot. Und das ist ein Präzisionsgewehr. Mit 8000. Das ist ja gar kein Schaden. 8000 bis 9000. Ach doch. Nee, brauchen wir da noch nicht beigehen. Das lohnt nicht. Ach doch, das war ein Schrotdings. 7000. Das ist auf jeden Fall mehr Schaden. Aber das ist keine blaue Waffe und solange sie nicht blau ist, macht es keinen Sinn, weil wir hier haben 133% Kopfschussschaden. Und ich denke mal, das... Nee, das macht doch keinen Sinn. So, dann suchen wir uns jetzt unsere Farbe aus. Und können die vernichten. Dann sind wir schon gleich durch mit dem Rummodden. Dann gibt es da erstmal nicht mehr viel. Man will es immer noch besser haben, ne? Am liebsten hätte ich jetzt schon 40.000 Schaden oder so. Ich finde es erstaunlich, wie oft man wieder zur gleichen Waffe zurückkommt. Jetzt hänge ich wieder bei einer AK fest. Hatte man irgendwie schon mal.
500 gegen 300, das hört sich ja schon gut an. Wie viel Schaden machen wir? Manchmal habe ich das Gefühl, er rechnet irgendwie. Hä? Ich ralze. Naja, in die Rechnung kommt ja nicht nur der. Also, es kommt der Schaden rein, den die Waffe so macht. Die Schüsse, die sie abfeuern kann. Ich glaube, Magazingröße spielt auch eine Rolle, ja, weil sie ja dann mehr Schüsse in der Minute spielen kann. Dann kommt die Präzision dazu, weil der Recoil mit einberechnet wird. Ne? Das sind halt so. Aber 14.000 Schaden pro Sekunde ist halt immer. Weiß ich nicht. Wenn ich bedenke, dass meine M60 macht irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 1400 Schaden oder 1500. Ich weiß nicht, wie viele Bullets der rausknallen soll in einer Sekunde, aber das sind auf jeden Fall keine 10 Stück. Vielleicht kriegst du es ja nicht mit. Ja, vielleicht sind wir ja schon zu verpeilt. Kann wohl auch sein, ja. Weil es kommt eigentlich hin, ne? Wenn ich da drauf holze, dann kann ich ja irgendwie. Na, schwer zu sagen, finde ich. Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. So, wir gucken mal, was Mods angeht. Was haben wir denn hier für schöne Mods? 20% davon. Befestigungsfeuerbremse. Dieses Müll verbessert das Visier. 21 anfängliche Stabilität. Der sieht echt gut aus, irgendwie können wir uns gar nicht leisten. Aber wir können jetzt hier irgendwo noch einen Mod reinkloppen, ne? Da ist noch kein Mod drin, ne? Die Mods werden noch ganz schlecht angezeigt, finde ich. Ja. Und ich finde auch, dass wenn man eine neue Waffe craftet, dann wird ja die SPS angezeigt inklusive Mods. So, aber meistens kannst du in die gleiche Waffe ja das gleiche reinknallen an den Mods, weißt du? Ja. Deswegen, es kann ja trotzdem sein, dass die Waffe besser ist, ne? Vielleicht nur 4 Schuss oder 4 Schaden oder sonst irgendwas, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie besser ist, aber es wird halt schlechter angezeigt, weil die Mods halt den Schaden hochprügeln. Weißt du, wie ich meine? Ja. Finde ich, weiß ich nicht, ungünstig gelöst auf jeden Fall. Jetzt. Weil man hätte ja auch den normalen Schaden ohne Mods anzeigen können. Dann wüsste man auf jeden Fall, ah, okay, die Waffe ist besser. Ja. Ja, okay, das stimmt. Dass die einfach nur das nackte Ding nehmen, weil du würdest ja das gleiche einfach wieder auf die Waffe setzen, ne? Ja, eben. Ja, mit den Mods, das peilt man eigentlich auch nur, wenn man sie einsetzt. Weil sonst steige ich da auch nicht durch.
Vor allem lässt es sich gar nicht scrollen bei den Mods. Wie meinst du? Na, da ist zwar ein Scrollrad, aber so, du kannst ja nicht scrollen. Das ist, wohl noch ein Bug sein. Das ist auch, wenn du zu viele Blaupausen von dem gleichen Dings hast, dann kannst du ab und zu auch nicht richtig scrollen. Ja, ist irgendwie ganz seltsam. So, und hast du das mal mit dem Objektetausch gemacht? Nee. Auch nicht. Ich bin mir doch echt unsicher, ne? Was man da so an Werte nehmen könnte. Ach, welche Objektetausch meinst du? Dass du... Ja, mit diesen Werten. Dieses Rerollen? Ja. Doch, das habe ich gemacht. Weil ich viele Sachen mit Fähigkeitsstärke hatte, die habe ich dann komplett runtergenommen und habe mir da Schusswaffe draufgepackt, weil ich halt mehr Schaden haben wollte. Das ging relativ, also das ist relativ billig am Anfang, das kostet ungefähr 2000 bei einem Level 14er Item, aber sobald du ein höheres Item nimmst, dann wird das richtig teuer. Und wenn du einmal was verändert hast, das nächste Mal kostet dir dann schon wieder 14.000. Also da muss man, das ist nicht billig auf jeden Fall, aber da weiß man auf jeden Fall, dass man nachher noch Credits hat, die man auf jeden Fall benötigen muss. Okay. Die nehmen auch auf jeden Fall Brauch. Ja, dass die nicht überflüssig sind. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Also ich wäre fit für einfach so einen normalen Straßenkampf mal, weil ich habe hier auch ein bisschen geupgradet. Würde mich mal interessieren draußen mit meiner Mehrfachmine. Jo, ich bin gleich da. Und mein allgemeiner jetziger Schaden würde mich durchaus interessieren. Auch, dass wir jetzt mehr Power haben. Boah, Alter, wir haben aber auch hier das schlechteste Wetter abgegriffen. Ist irgendein Kampf in deine Richtung? Du das? Blitzreise. Bei dir ist ein Kampf um die Ecke und ein Nebeneinsatz. Okay. Dann können wir mal die Multimine ausprobieren, die würde mich echt interessieren. Genauso wie unser Mehrschaden jetzt. In was für ein Gebiet sind wir? 14 bis 15? Gut, dann ist natürlich das sowieso ist easy. Low. Also die, wobei ich denke, dass die Mobs mitskalieren. Also so wirkt das auf jeden Fall. Die sind jetzt momentan nämlich so 18 ungefähr. Geben ungefähr so 150 EP. Warst du hier schon drin? Ja, da war ich schon drin, aber wir können gerne nochmal reingehen. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Oh, jetzt bin ich schon wieder raus. Wo liegt denn hier? Sie was? Verlassen das kontaminierte Gebiet. Liegt hier gar nichts. Warum nicht? Keine Kiste, kein gar nichts? Nö. Geht doch. Du Mark gesetzt? Nee, ich mach kurz eine, warte. Hier vorne ist ein Kampf und dann können wir ums Eck rennen und da ist ein Nebeneinsatz. Da wird auch gerade gekämpft. So, warte, nichts machen. Ich muss mal kurz die Mine sehen. Oh! Oh! Okay, hat sich gesplittet, aber hat natürlich auch nicht einen übertriebenen Schaden gemacht. Also. Gut, die Fähigkeitsstärke ist natürlich sehr gering. Der Schaden fließt jetzt, das merkt man schon eindeutig. Hier ist der eigentliche Kampf, den ich markiert hatte. So, ich drück mal kurz. Base lokalisiert. Ladekoordinaten auf. Müssten jetzt die Babos sein. Aber die sind da auch, wie gesagt, ein paar Level unter uns. JTF-Verstärkung angefordert. Ja, natürlich. Oh, hier vorne ist Warnung. Ein Telefon. Gegner nähern sich. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Alarm.
Vorrichtung wurde entdeckt. Ja. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Streitvorrichtung wurde entdeckt. Die splittet und so, das ist ganz nice. Easy. Feindkräfte nähern sich. Oh, lol. Die nähern sich nicht, die kann man nur ausrüsten. Vorrichtung wurde entdeckt. Das ist auch ganz nice, kann man einfach reinholzen. Ich hab eventuell Level 23. Ich werde einmal ganz kurz die Fähigkeit umstellen. Mich das einfach nur mal interessiert, wie es aussieht. Die Fähigkeit auf Brandbombe. Hier piept's irgendwo. So, ich hab Nebeneinsatz von uns gescannt. Wir müssen noch kurz warten, 3 Sekunden. Weil eine Bande Jugendlicher aus Capes Bay gekommen ist und ein paar Sneakers auf den Mobilfunkmast geworfen hat. Level 23. Ich weiß, 22. Die guten Schuhe. So, aber gleich nicht schießen, wir sondern ich muss hier einmal die Mine checken. Naja, nicht mit Schuhen, aber sie pfuschen an der Sendeanlage rum. Das können wir nicht zulassen. Nicht hier bei uns. Ich bin mal gespannt, die lieben Leute. Oh, hier vorne. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. E. Schmeiß es hin. Schauen wir mal. Holla! Ist der gerade einfach so in der Luft gegangen? Der ist einfach explodiert, ja. Digga! Aber ich glaube, er hat keinen Schaden gemacht, oder? Hast du irgendwelche Zahlen gesehen? Aber wir müssen das gleich nochmal testen. Warte mal, ich warte auf Abklingzeit. Und hier kannst du mich jetzt retten, sagst du? Ja, sterben ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ah, na guck. Tatsächlich. Hast du dich selber geretzt, oder? Ja. Aber das geht mit jedem von den Dingern, ne? Was? Ja, weil du es hast, aber wenn man es nicht drin hat, nicht. So, wir testen es gleich nochmal. Ich habe es wieder freigeschaltet. Bin gespannt. Weil das ist auch voll weit weg explodiert, aber es sah mega geil aus, muss ich sagen. Mit dieser Brandbombe. Also so vom Feeling her, vom Look her, ist das noch geiler als... Also wenn die brennen, ist natürlich geil, ne? Auch wenn das nur irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Schaden oder sowas sind, die dann nachher mal testen mal. Guck mal, ich schmeiß mir hier hin. Geh mal hier in Deckung. Ich sehe Schaden. Doch, 500. Boah, das ist relativ viel. Also der hier hat relativ viel abgekriegt. 500, guck mal, er brennt immer noch. Jetzt hat's aufgehört, ne? Ja, ich werde es gleich nochmal aufladen. Mich würde es mal gerade bei mehreren Gegnern würde es mich interessieren. Kannst du das Ding direkt da reinwerfen? Ja, das würde ich halt nächstes Mal checken. Also ich müsste halt gucken, ob das vielleicht wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Deswegen laufen wir nicht weiter. Hier werden jetzt noch mehr Gegner kommen, weil es halt die Zone ist, wo wir hier rechts reingehen sollen. Deswegen warte ich gerade. Hast du was gegen Cooldown-Reaktion oder so? Nee, leider nicht. Ich hab nur selber die Monsterbombe drin. Ach, da oben auf dem Ding steht sonst auch eine. Wo, was? Oben auf dem Truck. Probieren, wie viel Schaden ich jetzt mit der Sniper mache. 16.000 ist immer noch viel zu gering. Und Kopfschuss oder? Ja. So, ich hab sie wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauch mal ein paar Gegner. Und dann will ich das mal mitten rein. Antenne reparieren wir bis nach oben. Ah, hier geht's hoch. Hoffentlich sind da ein paar Gegner. Ich will das mal wirklich reinklöppeln. Ich will, dass alle brennen. Einer, also es hat auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. Wie das klingt. So böse. Ich will, dass alle brennen. So, warte. Da oben ist Sniper. Ja, warte, ich lass mich gerade angreifen eigentlich hier. Ach, das geht mit den Jungs nicht. Komm, ihr seid scheiße. Komm, ihr vom Sack. Hab ich dir eine runtergehauen? Nee. Ich hab dir voll eine rübergeklatscht, ey. Nee, sah so aus, du hast ihn geklatscht, ja. Aber dadurch, dass ich ihn voll geklatscht habe, ist er schon umgekippt, denke ich, das war ganz komisch.
Nee, konnte ich gerade nicht richtig so erkennen. Also mir fehlt diese richtige Menge. Hier geht's leider nicht hoch. Hier wahrscheinlich, oder was? Nee, hä? Bin ich weich, oder was? Wo geht's denn hier rein? Ach, hier. So. Ach, da runter, oder was? Und dann wieder hoch. Ja, ist ja schwer auch. Tja, musst du erstmal drauf kommen. Und jetzt wieder runter? Nee. Hä? Ach, da hinten? Alter, übertreibst halt. Ich bleib mal hier. Kannst du ja alleine drücken. Ja, ich brauch ein paar Gegner, Alter. Ich will ein paar Gegner haben. Ich will's brennen sehen. Sie haben es wohl geschafft. Oh. Ich höre Sie laut und deutlich. Was denn noch mit den Gegnern? Könnten Sie sich als nächstes um die Müllabfuhr kümmern? Ach, nein. Schon gut, vergessen Sie's. Oh, oh. Gegner? Da unten. Oh, oh. Nee, das sind unsere, oh. Ne? Ja, das sind unsere. Mann, Alter. Ich will Menschen brennen sehen. Haben wir denn hier noch was? Ich will... Hier rechts ist noch direkt eine. Hier ist noch ein Kampf abgebildet bei mir. Störung des Waffenhandels habe ich hier bei mir. Okay, ich will Menschen brennen sehen, warte. Komm. Bzw. du kommst. Das ist halt ärgerlich, ne? Dass wir keinen wirklichen direkt Heal haben, ne? Dass wir halt immer so ein bisschen warten müssen, bis der hochheilt. Wollen wir die. Man kann übrigens auch die Vögel hier wegschießen. Hab ich schon gesehen, vielleicht kann ich sie auch brennen. Da links. Da sind, glaube ich, welche auf dem Haufen. Ware lokalisiert. Ja, da sind Lade Koordinaten hoch. Komm mal, warte. Ich muss kurz den besten Spot. Moment. Ich weiß ja nicht. Er scheint so, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das schlau machen. Da links sind schon zwei nebeneinander. Hey, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Zahl einfach. Was war das? Hä? Jetzt hauen die sich Gegner auf die Schnauze. Guck mal da hinten links, siehst du das? Die knallen sich gegenseitig einer rein. Was? Oder war das eine Geisel? Nee, das war keine Geisel, die waren beide rot. Die schießen sich immer noch selber ab. Hey, was hast du denn jetzt gemacht? Du hast das Spiel kaputt gemacht. Ich hab keine Ahnung. Hä, was war das denn? Keine Ahnung. Weil ich das wussten Feuer die jetzt nicht, was das ist, weil das genau in der Mitte gelandet ist, dachten die so, ey Digga, das war der, und der dachte so, ey Digga, das war der? Oder die waren hirntot von dem Ding? Keine ich weiß Ahnung. Nicht, warte mal, lass mal hier hochspringen, wenn es geht. Kannst du sie gleich nochmal werfen, warte mal, sie ist gleich wieder fit. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Sprengfeuer. Ey, da unten ist auch einer. Da sind auch zwei. Okay, warte, da werden es ein paar mehr. Hier extra hoch und geh in Deckung. Mach sie nur weg, wenn sie das Ding wirklich richtig wegballern wollen. Oder beim Auto, die beiden. Ja, die sind noch so weit auseinander. Ach, da. Ja, warte, ich versuch's mal. Also es macht schon nicht wenig Schaden, ne? Das kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen. Und das, wenn die halt brennen, ist halt geil, ne? Darf man auch nicht vergessen, wenn die brennen. Er ist sogar alleine gestorben, oder hast du den am Auto noch gehittet? Nee, nur der weggelaufen ist, den hab ich gehittet. Jetzt wüsste ich natürlich, ich muss mal kurz an die Talente gucken. Nähern sich. Fähigkeiten. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Steigert den vom Anwender und alle Verbündeten in der Nähe verursachten Schaden und die Chance kritischer Treffer. Wenn ich das an hätte. Schaden. Jetzt ist er Damage geil. Ja, ich find's cool. Einfach, also. Ich find's nice, wenn die brennen, weil dann fuchteln die nur rum und machen gar nichts. Die machen genau, man muss jetzt halt herausfinden, wie man wirklich am besten die meisten Menschen totbrennt. Ja, ich meine, man kennt das doch. So ein einziger lohnt sich doch nicht. Das Thema war damals schon eine ganze Zeit. Ja, das muss eher so Massenproduktion, das ist sinnvoll. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt.
wobei, die kannst du wegsprengen. Hier, brenn die weg. Brenn die, gleich will brennen. Brenn die weg. Die soll verkohlen, die soll stinken. Du nicht. Hau ab. Du brennst nur. Hier schießt du. Brauchst du Hilfe? Nee. Hier, ich mach dich stärker. Go. Bin schwächer jetzt. Okay. Sehr schönes Ding, meine Lieben. Also, das haben wir getestet. Wir machen gleich nochmal die Gasgranate. Ja, die Gasgranate. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Fähigkeiten. Jetzt machen wir mal Gas. Ja, Gas ist auch wieder so ein heikles Thema. Wir wissen ja, erst das Gas, dann der Brand. Meine Güte. Das sind aber auch so zwei Dinger, die es wirklich eigentlich gar nicht miteinander vertragen, ne? Insane? Nee, die vertragen sich null. Ja, erst sagst du, komm, lass sie brennen und dann komm, lass sie vergasen. Also ich find's, weiß ich nicht. Wie kam man da drauf, dass sie da nicht selber drüber gestorben sind? Das ist eigentlich ein bisschen creepy. Ja. Ist das, ne? Aber ich kann mir schon so richtig vorstellen, wie sie so im Büro saßen und dann so, ja, das wäre ja, doch voll geil, wenn man die dann vergasen könnte. Und der nächste sagt so, ja, und verbrennen. Verbrennen ist nice, ja. Das ist cool. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der eine das so eiskalt, eiskalt und trocken raushaut. Ich glaube, die habe ich schon gekillt. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Oh, ein Boss. Na komm, lassen wir es mal mit dem Boss. Oh, Gas und Po. Oh. Also bei mir brennt es 3000 Schaden. Fuck. Ich meine, wie viel Fähigkeit stärker haben? 2400. Und der brennt für 3000 Schaden? Willst du mich verarschen? Ich habe 3600. Was hast du? 2400. Ich habe 3600. Bei dir brennt er für 500 pro Tick? Warte. Gute Frage im Moment. Bei mir. Brand. 1555 Basis, 2619 Gesamt. Ja, pro Tick steht hier nicht. Also, hier steht nur LP. Wie viel Gesamt? 2619. Bei mir steht 1754. Aber mein Schaden, er ist eben gerade mit 3000 getickt. Jedes Mal, wenn Brandschaden kam. Okay, ich will das mit der Gaswolke mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ich will nochmal, dass sie sich gegenseitig abknallen. Das war ja super geil. Aber pass auf, hier ist noch eine Kiste. Das war wirklich super geil, auf jeden Fall. Das Ding explodiert, kein Feuer und die knallen sich alle gegenseitig ab. Also, ich glaube, wir machen einen kleinen Cut, Alter. Die Folge ist schon wieder zu lang. Alles klar. So, meine lieben Süßen. Wir schauen nochmal ganz kurz, ob wir was Besseres gefunden haben, kleidungsmäßig, aber ich denke, nope. Oh, mehr Schaden. Ja, mehr Schaden ist immer gut, aber da schweißen wir uns erst was um. Ich verabschiede mich in diesem Sinne und in diesem Gute Nacht. Ganz ehrlich, gibt's auch. Tschüss.